Das Jahr 2023 hat gefühlt so viele Jubiläen wie kein anderes Jahr. Und auch heute wird hier auf dem Friedrich-Wilke-Platz ein Jubiläum gefeiert. 30 Jahre Euroregion wird mit deutsch-polnischen Bürgern zelebriert. Wir haben einige Impressionen. Ein herzliches Willkommen in der Eurostadt Buben-Gubin. Serdecznie witamy. Ich freue mich, Sie zu sehen. Mein Name ist Joanna Jambor. Ich darf gemeinsam mit Antenne Brandenburg diesen Tag heute mit Ihnen feiern. Und wir haben einiges zu feiern. 30 Jahre Euroregion. Als ich mich vorbereitet habe auf diese schöne Veranstaltung, dachte ich so 30. Als du 30 geworden bist, fingst du an zu überlegen, Kind. So, dann kam ich auf das Thema 30 Jahre Ehe. Wissen Sie, was das ist? Perlenhochzeit. Perlenhochzeit steht für Wachstum. Die Perle, ne? Wächst. Stärke und Beständigkeit. Und ich dachte, 30 Jahre Euroregion passt doch eigentlich auch. Wachstum, wie bringen wir die Leute zusammen? Deutsch und Polnisch. Wie stärken wir das Ganze? Wie schaffen wir Beständigkeit in diesen Verbindungen? Und ich denke, das ist eine große Herausforderung, eine große Aufgabe, die seit 30 Jahren eben gestartet wurde oder vor 30 Jahren und mit vielen tollen Projekten unermüdlich weitergeführt wird. Und das sollten wir und werden wir auch heute feiern. Vergessen Sie dieses heutige Treffen nicht. Że współpraca polsko-niemiecka, jej efekty, jej jakość. Und denken Sie daran, dass die deutsch-polnische Zusammenarbeit und deren Qualität nie zależy od Scholza, Schrödera, Morawieckiego, Dudy, a nawet od Kaczyńskiego. Nicht von Scholz, Schröder, Kaczyński oder Duda oder abhängt. Zależy od ciebie, od Haralda, od burmistrzów, od nas wszystkich, którzy są tutaj, żyją i budują mosty porozumienia polsko-niemieckiego. Jedem einzelnen, von Harald, von mir, von all denjenigen, die hier die deutsch-polnischen Brücken bauen. Wenn ich von hier oben so runterschaue, dann sehe ich ganz viele Menschen, die an dieser Euroregion in den 30 Jahren gemeinsam gearbeitet. Weil der Czesław gehört zu den Urgesteinen, ein Gründungsvater. Dieter Friese ist heute hier als Ehrenpräsident. 30 Jahre Euroregion feiern wir heute hier. Was war die Intention, das zu gründen? Also ich weiß nicht, wie viel Zeit Sie haben. Das ist eine Frage, die braucht für die Beantwortung sicherlich Stunden. Aber um es kurz zu sagen, in den Grenzregionen Europas war immer ein Gebiet, wo es nicht besonders lustig war zum Leben. Jegliche kriegerische Auseinandersetzung ging über die Grenzen hinweg mehrfach und diese Gebiete waren meist unterentwickelt, weil da ja keiner was machen wollte. Der nächste Krieg stand bevor. Und auch die Grenzregion, die wir hier haben zwischen Deutschland und Polen, war eine Grenzregion, die praktisch, ja, die Narben der Geschichte gezeigt hat. Hier waren offene Wunden und die galt es zu überwinden. Und das kann man am besten nur dadurch machen, dass man die Menschen zusammenbringt, dass sie einander verstehen, dass sie an gemeinsamen Dingen arbeiten. Und das war die Grundidee der Gründung dieser Euroregion, die natürlich auch auf den Erfahrungen von Grenzregionen aus ganz Europa basierte. Denn unsere Arbeitsgemeinschaft europäischer Grenzregionen, deren Teil wir sind, die wurde vor mehr als 50 Jahren gegründet und dort geht es eben voran und wir möchten, dass es in unserer Grenzregion zwischen Deutschland und Polen auch eine gute und wirtschaftlich gute Entwicklung gibt. Sie waren damals ein Gründungsmitglied. Würden Sie jetzt 30 Jahre später sagen, es hat sich gelohnt bzw. ist es so geworden, wie es sein sollte? Trotz aller Probleme, die wir sicherlich nach wie vor haben, war das eine der besten Ideen, die wir haben konnten. Thank you.
Die Euroregion wird heute 30 Jahre alt, mindestens genauso lange versorgt das EMW-Geschäft Patienten von beider Seiten der Neiße, polnische Patienten, deutsche Patienten und jeder, der zu uns in die Klinik kommt und eine ärztliche Behandlung braucht. Wir freuen uns auf die nächsten 30 Jahre mit der Euroregion. Wir haben gemeinsam große Projekte vor. Wir wollen auf die polnische Seite gehen. Wir wollen unser Angebot für beide Seiten deutlich erweitern. Und wir sehen der Zukunft sehr hoffnungsvoll entgegen. Wir feiern ja heute hier auch 30 Jahre GUVO mit ganz vielen Aktivitäten, auch für die Kleinsten. Nun 30 Jahre GUVO, Sie können noch nicht ganz 30 Jahre dabei sein. Wie lange sind Sie denn dabei? Dankeschön, 30 sind es nicht ganz, aber Silberhochzeit feiere ich tatsächlich schon dieses Jahr. 25 Jahre bin ich schon bei der GUVO und habe schon ganz schön viel mitbekommen. 30 Jahre hört sich so wahnsinnig viel an, was wir alles geschaffen haben, an Rückbau, an Sanierung, Altstadtsanierung, an Neuerungen. Ja, ist schon wirklich eine große, große Zeit, auf die man zurückblicken kann. Sie sagten es schon, in den 30 Jahren ist sehr viel passiert. Was erwartet uns denn in Zukunft? Also künftig ist es ja so, dass sich auch die Stadt Guben gewandelt hat von ihrem Klientel. Ne? Wir hatten ja dann nach der Wende einen großen Arbeitslosigkeit und Wohnungsleerstand, sodass wir auch viele, viele junge Leute oder Mieter verloren haben an andere Städte. Unsere Stadt ist überaltert und das ist auch wirklich so ein bisschen Hauptpunkt, was wir bei der GUVO haben. Das heißt, dass auch in der Zukunft eigentlich im Mittelpunkt stehen wird, barrierefreie Wohnungen, Aufzüge anbauen, so viel Komfort wie möglich. Ich meine, mit unserer Tochtergesellschaft, den Sozialwerken, hat es ja schon angefangen mit der Peak-Schule, die jetzt saniert wurde. Wir haben zum Beispiel in der Hegelstraße gleich nebenan, weil die Nachfrage von betreuten Wohnen so groß war, haben wir einen Block in der Hegelstraße 2 bis 6, den wir jetzt demnächst auch sanieren werden, alten betreut. Aber im Gegenzug werden wir auch in der Innenstadt immer mehr sanieren und gerade für junge Familien, da ist der Bedarf ganz groß an großen Wohnungen, für junge Familien auch andere Angebote schaffen. Große Wohnungen mit Balkon und auch Neubau ist geplant bei der GUVO. Ja, wir schauen mal, was in den nächsten 30 Jahren passieren wird. Nice Strom, nice Gas und nice Wärme. Neuerdings auch nice Mobil. Was hat es damit auf sich? Ja, nice Mobil, das sind unsere 4 Ladesäulen. Die eine steht am Wilkeplatz, die zweite steht am Bahnhof, die dritte steht bei der GSW und die vierte beim Möbel Hoffmann. Damit können also die E-Autos geladen werden über euer Strom. Genau, damit kann geladen werden. Es kann ad hoc geladen werden, es kann aber auch bei uns eine Ladekarte erworben werden und oder übers Mobiltelefon kann das tatsächlich abgerechnet werden. Also völlig problemlos. Genau. Sind denn weitere Standorte geplant? Ja, weitere Standorte sind geplant. Sind denn Ihre Autos auch E-Autos? Ja. Die EVG-Flotte wird nach und nach mit E-Autos bestückt. Wir haben schon welche und die restlichen werden auch nach und nach bestückt.
Willkommen im Pflanzencenter Busch. Diesmal vom Dreieck in Dünen. Wir zeigen Ihnen, was man alles jetzt im Herbst pflanzen kann. Und wenn Sie mehr von unserem Angebot sehen wollen, Sie finden uns wie immer in der Friedrich-Schiller-Straße 2a. Dekoration, Spielwaren und Präsente aus Holz ist ja was ganz Besonderes. Seit wann gibt es sie denn? Seit circa 4,5 Jahren ungefähr. Sind Sie das erste Mal hier in Guben? Nein, wir sind schon ein paar Mal hier gewesen, Weihnachtsmärkte, Produktmesse etc. Und Sie stellen nur Ihre Produkte vor oder gibt es noch andere Spezialitäten, die Sie anbieten können? Nein, wir stellen unsere Produkte vor, die wir selber herstellen und verkaufen die halt. Winter, Weihnachtssachen. Fürs ganze Jahr, Dekoartikel, Kinderspielzeug, was auch immer man sich vorstellt. Kann man auch was anfertigen lassen auf Wunsch? Sie können so ziemlich alles anfertigen lassen auf Wunsch. Wir können verschiedene Größen machen, wir können Fotos lasern. Alles Mögliche, was Sie sich vorstellen, gerne ruhig schreiben oder anrufen. Und wir versuchen so viel wie möglich umzusetzen. Hi, wir sind die Walk on Wildside. Wir sind eine Wildnisschule beim Donnerwitzer See. Uns kann man Bogen schießen, schnitzen. Man kann mehr über die Wildnistiere kennenlernen. Wir freuen uns immer sehr über Familien, große und kleine Kinder. Wer Lust hat, den Wildnisplatz mal groß kennenzulernen, am 7.10. haben wir unser Herbstfest auf unserem Wild. Wie kann man euch sonst erreichen? Über Facebook, über Instagram und wir haben eine wunderschöne Website. Ja, liebe Zuschauer der Neiße Welle, die touristische Saison neigt sich dem Ende. Wir sind heute hier auf dem Herbstfest. Und natürlich haben wir auch was Neues mitgebracht, weil in den Monaten, wo nicht ganz so viele Gäste da sind, arbeiten wir natürlich auch fleißig für diese Region. Und wir haben in diesem Jahr wieder einen Kalender gemacht, einen Kalender mit alten und neuen Ansichten. Ja, können Sie gerne bei uns in der Touristinformation erwerben, ansonsten auch in anderen Geschäften in der Stadt. Schauen Sie einfach rein, gucken sich den Kalender an und freuen sich auf das nächste Jahr. Ja, Herbstzeit ist Gartenzeit. Wir haben eine Vielfalt an Akkugeräten hier zur Verfügung. Schredder, Beischneider, Eckenscheren, die Kleingeräte für den Kleingarten. Und was wir auch hier haben heute, das ist die Arbeitsschutzbekleidung mit den Schuhen hier unten. Und wer es heute nicht hierher geschafft hat, kann es gerne besuchen in der Mittelstraße 18. Dort ist eine riesengroße Palette zur Verfügung. Danke. Der Magnus? Der Magnus liebt auch zu fliegen, aber er möchte gerade nicht. Den lieben alle Menschen. Magnus liebt auch Menschen. Wo haben Sie Magnus her? Magnus habe ich aus Bad Herzberg am Harz von jemandem bekommen. Der ist jetzt 5 Jahre alt und hat eine lange Lebenserwartung. Und Vertrauen auf Vertrauen. Das ist ein der Haustier. Ja. Mein bester Freund. Eigentlich aus dem Harz und seit 4 Jahren in Guben. Bin hier wegen dem schönen Wetter, habe hier einen Garten und den lieben Magnus und ich. Ja. Thank you.
herzlichen Glückwunsch. Den Pokal gibt es vom Ministerpräsidenten. Herzlichen Glückwunsch dafür. Medaille. Ja, Frau Müller. Ja, hier freue ich mich natürlich als brandenburgische Präsidentin des Volleyballverbandes besonders, dass es an ein Team vom SV Energie Cottbus dieser Preis geht. Also bei uns in Deutschland. Esche. Energie! Aber es ist auch besonders schön, dass es ausgeglichen ist zwischen Deutschland und Polen. Eine gute Verteilung. Absolut. Und ich glaube, es war ein faires und stimmungsvolles Match. Dr. Wulke, wir feiern hier heute 30 Jahre die Euroregion, was man ja als Erfolgsstory sehen kann, 30 Jahre Landkreis. Nun sind Sie schon eine ganze Weile Ministerpräsident des Landes Brandenburg. Was denken Sie, würden Sie dann machen, wenn Sie nicht Minister oder in der Politik wären? Also die Euroregion ist eine wunderbare Entwicklung über 30 Jahre. Sie hat unglaublich dazu beigetragen, dass aus einer Nachbarschaft von Menschen in Polen und Deutschland wirklich Freundschaft geworden ist. Und wir alle wissen ja, wie schwierig auch die Vorgeschichte war. Ich bin als Kindergartenkind noch an der Neiße spazieren gegangen in der Nähe von Forst und da liefen noch Grenzsoldaten auf beiden Seiten der Grenze auf und ab. Und so war dieses Miteinander, diese enge Verzahnung im kulturellen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich, im sozialen Bereich, die war ja undenkbar. Und da hat die Euroregion eine richtig, richtig gute Arbeit geleistet. Und ich möchte mich dabei allen, kann ich mich nur bedanken für das, was da an ehrenamtlicher Arbeit drinsteckt. Und wenn man sieht, was erreicht worden ist, dann denkt man natürlich auch an die Menschen, die das Projekt damals auf den Weg gebracht haben, unter anderem Helmut Mölle, der einer der ersten war, die dieses Projekt angegangen sind, der leider schon viele Jahre jetzt nicht mehr lebt. Aber ich glaube, er würde sich freuen, wenn er heute hier nach Guben gucken würde und sehen würde, wie wir 30 Jahre Euroregion feiern und damit auch die Zukunft dieser Region. Die Zukunft muss eine gemeinsame Zukunft sein. Kommen noch mal ganz kurz zurück. Wenn Sie nicht in der Politik wären, was würden Sie machen? Was denken Sie? Jetzt beruflich. Ja. Ich bin ja ausgebildeter Landwirt und habe im Bereich der Ernährungsphysiologie der Nutztiere geforscht, aber auch schon gearbeitet. Ich glaube, irgendwo in diesem Bereich Landwirtschaft wäre dann meine Bestimmung. Und ich habe das auch mal sehr gerne gemacht. Und ja, muss man mal sehen. Also könnt ihr mir sowas schon vorstellen. Wir bleiben kurz fernab von der Politik. Ich habe ein, zwei Entweder-Oder-Fragen. Lieber Kino oder Theater? In den letzten Jahren dann doch lieber Theater, wobei ich Kino auch sehr liebe, aber das ist, war ich oft nicht gewesen, dann gucke ich mir die Filme doch lieber im Fernsehen an. Und wenn wir schon beim Film sind, Krimi oder Komödie? Ganz klar Krimi. Bier oder Wein? Wein eher selten, Bier durchaus mal am Wochenende schon. Und die letzte Frage, Stadt- oder Dorfleben? Wir leben dörflich in der Stadt, am Rande der Stadt und das ist genau das Richtige. Ein Blick nach vorne in die Zukunft und wir alle sehen, dass diese Region sich auch deshalb gut entwickelt hat, weil auch damit Guben, aber auch meine Heimatstadt Forst, von der Grenze Europas in die Mitte Europas gerückt sind. Und deswegen ist auch diese Gemeinsamkeit, diese gemeinsame Entwicklung der Region wiederum die Basis auch für die kommenden Jahre und Jahrzehnte. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer der Neiße Welle Guben, also ich muss sagen, die erste Zwischenbilanz für unser 30-jähriges Jubiläum fällt wirklich sehr gut aus. Also wir haben es hier mit unglaublich vielen Besucherinnen und Besuchern zu tun von beiden Seiten der Neiße. Wir haben jetzt gerade die Siegerehrung hinter uns gebracht für das Beachvolleyballturnier, was auch zuschauerseitig sehr gut angenommen wurde. Wir haben unseren Herbstlauf erfolgreich absolviert, haben die jüngsten und die ältesten Läufer schon prämiert und ich muss auch sagen, dass das Bühnenprogramm beider Musikschulen aus Gubin und Guben großartig angenommen wird. Ja, immer schwer zu sagen,
wie läuft nun alles ab in der tatsächlichen Realisierung. Aber ich kann nur sagen, wir sind wirklich mit unserem Team sehr, sehr zufrieden. Und wir sind auch unglaublich dankbar, dass wir mit der Stadt Guben, mit der GUVO, mit der DRK Gesundheit so viele Partner hier an Bord haben. Oder auch der Gemeinde Schenkendöbern für das Beachvolleyballturnier. Das ist so ein Miteinander. Und in Summe ergibt das eben so ein großes Fest, wie es die Gubnerinnen und Gubner ja vor einem Jahr am 7. Mai beim Europatag auf der Theaterinsel gesehen haben. Und da schließt sich so ein Stück weit, finden wir, der Kreis. Und das freut uns sehr. Viel Spaß mit der Performance. Friday, don't say maybe, I'm just a teenager.